So, hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder wie auch immer. Heute sind wir im dritten Teil vom Kultursieg. Ich glaube, es ist der dritte Teil. Also wir probieren das nochmal mit dem Kultursieg. Und ja, ich denke, draußen sind es 31 Grad, das ist der perfekte Zeitpunkt, sich das Ganze hier nochmal reinzupfeifen. Zuletzt habe ich die einen Mehrspieler gemacht. Mit 5, also wir waren zu 5, 3 gegen 2. Das ist dann ein bisschen eskaliert. Da gibt es auch ein Video zu. Könnt ihr gerne mal reinklicken. Ja, ansonsten starten wir jetzt heute nochmal. Gucken uns nochmal an. Ich muss das richtige Spiel erst finden. Katharina von Medici. Runde 90. Ne, es müsste das hier sein. Eine Runde 123. 32, Entschuldigung. Mittelalter schon. Ja. Ich glaube, wir hatten wir da schon alle gefunden? Na, wir gehen mal rein. Hatten wir vielleicht das eine oder andere noch mal korrigiert? Ihr habt große Städte aus Stein errichtet und war Zeuge des Aufstiegs und Niedergangs der frühen Reiche. Schon bald werdet ihr gemeinsam mit euren edlen Rittern unter den majestätischen Zinnen von Burgen stehen und die Geschichte eures Volkes schreiben. So wie ein junger Knappe den Umgang mit dem Schwert lernt, werdet ihr lernen, wo euer Platz auf dieser Welt ist. Es obliegt euch, Katharina von Medici, euer Wissen und die Künste darauf zu verwenden, euer Volk zu einen. Bleibt vorsichtig in diesen schwierigen Zeiten, Königin Mutter von Frankreich. Ihr werdet große Wunder errichten und damit Besucher aus allen Ländern dieser Erde anziehen. Mit eurem kühnen Verständnis aller Dinge, die sich offen zeigen oder in den Schatten lauern, wird euer Reich die Zeit überdauern. Das ist schön. Bevor wir jetzt auf Action drücken, muss ich noch ganz kurz eine Mitteilung hier machen. Zack. So. Klicki da, klicki dort und los geht's. Ja, das Ganze ist eine Twitch-Livestream-Aufzeichnung, also nicht wundern, wenn ich gelegentlich mit Menschen spreche, die gar nicht im YouTube-Video drin sind. So, als allererstes, ich habe mir das nochmal angeschaut, wie funktioniert denn das hier eigentlich mit dem Kultursieg? So, wo ist denn der Kultursieg? Da ist der Kultursieg. Also, es gibt die Heimattouristen, ja? Diese setzen sich quasi zusammen aus der erreichten Kultur. Ja, die Kulturpunkte machen das. Also 100 Kultur bringen wohl einen Heimattouristen. Das heißt, in meinem Fall habe ich 35. Das bedeutet, ich habe 3500 Kultur schon angesammelt. Die brauchen wir dann auch für den Ausrichtungsbaum und so weiter. Wo sind wir denn da? Hier sind wir irgendwo. Hervorragend. So, das ist schon mal das Erste. Dann gibt es die Auslandstouristen. Wir haben jetzt 3 von 28, und zwar einen von Friedrich Barbarossa, einen von Lautaro und einen von Süleyman. Und leider keinen vom unbekannten Spieler. So, wie setzen die sich jetzt also zusammen? Die setzen sich quasi so zusammen, dass man jetzt hier schaut bei Tourismus. 46 aktuell, das ist das, was wir quasi pro Runde machen. Das ist dieser Tourismuswert. Modifiziert durch... warte mal hier... Minus 50%. Also, was habe ich jetzt gerade gesagt? 62 durch 50% sind quasi 31. Warum da jetzt 46 steht, kann ich gar nicht genau sagen. Gibt irgendwelche Modifikatoren dafür. So, und lebenslang angesammelt habe ich quasi 1965. Und das wird durch die Anzahl der Spieler mal 2 gerechnet. Also quasi... ich glaube, das sind dann die 5. Ja, muss ja 5 sein, sonst wäre es ja schon eine 2, ne? Wenn es nämlich eine 4 wäre, wären es 800. Dann wäre das 1965 durch 800, wären ja 2. So, der würde wahrscheinlich jetzt gleich, in der nächsten Runde würde das hier auf 2 springen. Das hier nicht. Und das auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, warum wir da so wenig Modifikatoren haben. Ich hatte das Gefühl, dass wir doch hier mehr hatten, oder nicht? Aber kann ich mich auch täuschen. Der hat den denunziert. Freundschaft verkünden. Nein, zum Wohl des Reichs kann ich meine Freundschaft nicht annehmen. Wie wäre es denn mit ihm hier?
Ja, unsere zwei Völker werden von einem gelenkt und so weiter. Das ist gut. Mit dem Süleyman sind wir irgendwie im Krieg. Das ist irgendwie ein bisschen bedauerlich. Frieden schließen, die Vereinbarung kann ich nicht annehmen. Aus irgendeinem Grund will er keinen Frieden schließen. Aber ehrlich gesagt, das ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, wir waren dem überlegen. Ja. So, also das heißt. Oh, jetzt, da wir ein freundschaftliches Verhältnis zu einer benachbarten Zivilisation haben, könnte es sinnvoll sein, unsere Beziehung zu festigen, indem wir eine Allianz gründen. Dies wird nicht nur unseren Status sichern, sondern auch Vorteile für beide Zivilisationen bringen. Könnten wir natürlich mit ihm überlegen. Ah, nee, wait. Er war unser Freund. Gerüchte, ein neuer Bericht. Was ist denn das? Weiß man auch nicht so ganz genau. Ach so, genau, nein, ich wollte jetzt gucken, ob das jetzt hier Einfluss auf Ditte hier hat. Gesamttourismus mit 25% Bonus für offene Grenzen. Also für Freundschaft ist hier nichts drin. Naja, gut. Ja, so viel dazu. Jetzt wollten wir uns das Ganze nochmal oder gucken uns das Ganze nochmal ein bisschen in Ruhe an. Hier oben haben wir noch einen Barbarenplänkler. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum der da steht, warum wir den schon längst weggemacht haben. Der Plänkler hat 25 durch Militärberater-Resolution. Hier hatten wir offensichtlich eine Notiz gemacht. Hier ist ein Gouverneur drin. Okay. Ach stimmt, wir wollten, glaube ich, in Richtung Istanbul gehen, ne? Aber da müssen wir noch mal ganz kurz gucken. Sind wir da mit irgendwem im Krieg? Bandar Brunei auch nicht, oder? Können noch zwei Gesandte schicken. Das wäre natürlich für hier gar nicht so schlecht, wenn wir Glauben kriegen würden. Hier wäre es auch nicht so schlecht. Hier bekämen wir. Ja, okay. Das ist ein bisschen das Problem, dass ich jetzt gar nicht mehr so richtig drin bin, tatsächlich. Muss man halt erst nochmal kurz hineinkommen in das ganze Spiel hier. So, hier könnten wir einen Handwerker hinschicken und einen Bauernhof errichten. Wo ist denn hier der Bauernhof da? Bekämen wir hier sogar noch mal eine Nahrung dazu. Das ist ja jetzt auch erstmal nichts Schlechtes, ne? Aber ich würde ganz gerne mal ein bisschen für Produktion gehen. Entschuldigung. So. Wenn wir das hier kaufen wollen, Bonusressource Kupfer. Das hätte ich schon ganz gerne. Dann müssten wir 165 Gold oder das hier. Da hätten wir drei und eine Bonusressource Krabben. Ah ne, warte mal. Kupfer ist gar keine strategische Ressource, sondern eine Bonusressource. Okay, also das können wir sowieso gerade nicht leisten. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal hier hin und bauen hier noch ein paar Bauernhöfe rein. Das kann ja so schlecht nicht sein. 38 Runden. Das Problem ist, wir haben keinen Wohnraum. Ja. Da sind wir ein bisschen Wohnraum begrenzt. Aber egal, wir machen das hier mal. So. Ette hier kann sowieso nicht mehr sich bewegen. Das heißt, wir müssten hier scheinbar warten. Offensichtlich habe ich schon ein oder zwei Züge so gemacht. Interessant. Und der Siedler wollte nochmal wohin? Der wollte da hoch und dann eine Stadt gründen? Eieiei. Meine Nase juckt. Muss mal kurz. Ach, entschuldigt bitte. Es ist aber auch. Ach nee. Es ist halt auch ein bisschen, ja, die Sonne und so. Ja. Naja. Ding, 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 ding. Wollte ich hier eine Stadt gründen? Ist das so, ja? 1, 2, 3, 4. Ich könnte auch hier eine Stadt gründen. In der arabischen Wüste. Dann hätte ich hier zwei.
Das Luxusgut hätte ich direkt. Weiß nicht, was ist das denn für ein Feld? Ach, das ist gar nicht, noch gar nicht aufgedeckt. Ja, ist alles noch nicht so richtig aufgedeckt. So, okay, hier können wir nochmal gucken. Hier können wir ein Sägewerk bauen, das ist doch gut. Sehr gut. Hier schauen wir nochmal rein. Wir müssen halt immer am Anfang leider so ein bisschen nochmal genau gucken, wo geht hier was und so. Wie war das nochmal? Krieg mit dem Türken bedeutet vielleicht, wir sollten hier so ein bisschen, wir fahren vielleicht mal hier runter. Hier sind Berge, das ist ein bisschen ein problematisches Ding, sie. Wir gucken mal. Die sind nicht mit uns im Krieg, oder? Kann ich das irgendwo sehen? Nee. Aber Istanbul ist mit uns im Krieg, oder? Beziehungen, ja, wir sind im Krieg, genau. 150 Groll gegen sie. Vielleicht nehmen wir den einfach eine Stadt ab, dann hat sich das vielleicht auch erledigt, würde ich sagen. So, Unterhaltungskomplex, den müssen wir reparieren, oder was ist das hier? Da muss ich tatsächlich nochmal gerade gucken. Staudamm, Thron des Kriegsherrn. Der Bezirk ist von einem Feind besetzt. Ach, das ist natürlich ungünstig. Hier haben wir Wissenschaft, Stadtmauern. Stadtmauern machen wir auf jeden Fall mal. Da habe ich in dem anderen Let's Play, nein, nicht Let's Play, in dem anderen Video tatsächlich ein bisschen gelernt, ne? Dass man vielleicht da einfach auch ein bisschen abwartet. So. Und mit ihm fahren wir mal. Vielleicht einfach schon mal so ein bisschen hier mit. Und da ist hier oben nämlich noch ein Barbarenlager. Ungünstig. Und hier haben wir noch einen großen Schriftsteller. Wir haben aber, glaube ich, gerade gar keinen Platz mehr für irgendwas. Ne? Genau, das können wir uns, glaube ich, auch nochmal angucken. Die Kultursachen 1, 2, 3, das sind, wo quasi gerade die Leute besucht werden. Also wir müssen hier nochmal gucken, das wird jetzt auf 2 springen. Das hier wird nicht auf 2 springen. Vielleicht auch doch, aber ich glaube nicht. Einheit benötigt Befehle. Wir müssen einen Moment lang da warten. Der wartet einen Moment. Ui, und hier hinten haben wir auch noch was. Das ist dann jetzt quasi. Ach ja, wir sind ja eigentlich immer noch auf der Suche nach dem anderen Mitspieler, ne? Wir suchen immer noch nach Nummer 5. So, die haben eine neue Siedlung hinzugewonnen. Ach ja, das ist ja praktisch. Dann können wir die vielleicht gleich angreifen. Was haltet ihr denn davon? Ich glaube, das geht nicht so richtig, ne? Wenn ich mich da nicht so ganz täusche, kann man die irgendwie belagern. Da müssen wir mal gucken. Großer Schriftsteller. Ja, großer Schriftsteller. Ich bräuchte halt auch mal was anderes. Die stehen jetzt beide da. Wollen wir die nicht? Dann können wir den vielleicht mal hier rüber bewegen, den einen. Hier haben wir doch auch so ein Kulturdings, ne? Eine andere Stadt transferieren. Hier warten wir einfach mal ab. Und hier machen wir den Bauhof. Vorrangig. Der hier wartet ab. Ne, der kann hier hinten zur Fischerei gehen. Und dann eine Fischerei aufbauen. Vorrangig. So, wo wollte der jetzt nochmal hin? Der wollte hier hin.
Aber wenn ich ihn hier hinsetze, habe ich hier eine Wüste. Ich weiß gar nicht mehr genau. Hatten wir da. Konnten wir schon die. Wurden die Pyramiden schon gebaut? Wahrscheinlich, ne? Pass mal auf, ich will den eigentlich hier hinsetzen, wegen der zwei hier. Warum kann ich da nicht hingehen? Befortbewegungskosten 2, ich habe nur noch 1. Ja, dann warten wir einfach ab, würde ich sagen. Der verschanzt sich da. Und der geht mal weiter nach oben. Also wir müssen jetzt hier irgendwie an Jerusalem, glaube ich, vorbei. Wir schießen hier einfach mal nach oben. Schauen wir mal. Achso, wir haben gar nicht mehr geguckt. Momentchen mal. Kultursieg. So, jetzt haben wir nämlich bei dem 2. Und bei dem auch 2 hätte ich halt letzte Runde gucken müssen. So. Das heißt, wir haben jetzt schon 5 von 29. Wir kommen dem Kultursieg also deutlich näher. Ja, das läuft so vor sich hin, würde ich sagen. Den greifen wir mal an. Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Der bleibt da mal in Ruhe. Jetzt haben wir schon wieder eine große Persönlichkeit. Was ist das denn? Großer Wissenschaftler. Ja, den können wir direkt verbraten. Da müssen wir jetzt, glaube ich, einen Moment lang warten. Einheit benötigt Befehle. Wir können ja mal vorsichtig hier... Naja. Hier haben wir Landsknecht. Die machen einfach deutlich mehr Schaden. Das ist sehr bedauerlich. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach noch mal einen zurück. Wir müssen ja nicht, ne? Wir müssen ja nicht. So, hier haben wir einen Regenwald. Wird er jetzt angreifen, ne? Mit 39 plus 3 ideales Gelände. Plus 3 Informationen über gegnerische Bewegungen. Wir machen halt überall immer so ein bisschen. Wir kriegen aber auch ordentlich Schaden. Die Stadt wird leicht verteidigt. Wir warten mal noch einen Moment. Sitzt der denn jetzt? Wo sitzt denn jetzt hier der? Das ist doch eigentlich der Wissenschaftscampus. Bereich. So. Holga, Kartografie. Sehr gut. Eine Runde noch bis da. Einer der Befehle. Da können wir mal hier hin latschen und mal warten. Und der macht hier einfach weiter mit Nahrung und so weiter. Und Wohnraum, glaube ich, ne? Der gibt hier auch Wohnraum. Ich glaube, dann können wir hier... Ja, genau. Das ist auch schon mal gut. Dann haben wir jetzt hier genug Wohnraum. Hier haben wir auch noch ein bisschen Wohnraum. Und in Marseille haben wir auch noch knappen Wohnraum. Naja, gut. Das ist ein bisschen wie in Köln. Da ist auch nicht so viel Wohnraum zu holen. So, und der bewegt sich super lahmarschig davon. Mal gucken, es ist ein bisschen warm. Steine auf meinem Weg? Ich behalte sie alle und baue daraus meine Burg. Es ist ziemlich warm, deswegen werden wir wahrscheinlich nur so 2 Stunden spielen oder so. Mal gucken. So, jetzt haben wir die Technologie gehabt. Da sind wir auch schon deutlich. Wir sind jetzt im Mittelalter tatsächlich. Wunderdingsbums hier. Hier haben wir 5 Runden. Weidenmodernisierung. Das finde ich gut. Salpeter-Ressource.
Gehen wir mal dafür. Ne, gehen wir mal erst dafür und dann dafür. Der haut ab. Das ist ganz ungünstig jetzt hier. Können wir dem noch... Können wir nicht. Das ist richtig ungünstig. Jetzt können wir dem auch nicht nachgehen. Oh Gott, hoffentlich kommt der... Was haben wir hier? Frankreich Delfin Spion. What? Wir haben einen Spion. Was machen wir denn mit Spionen? Den können wir erstmal befördern. Das ist doch schon mal gut. Linguist. Zeit für Abschluss aller Missionen um 25% reduziert. Rucksackladung. Dammbruch wie mit 2 Stufen mehr Erfahrung. Überwachung. Alle Stadtbezirke bei Gegenspionage verteidigt. Erwartet Einsatz. Ja, vielleicht aber nicht mit dieser Runde. Interessant, habe ich noch nie gehabt, so einen Spion. Keine Ahnung, was der macht, was der kann. So, sehr gut. Ja, jetzt haben wir auch hier... Naja, aber dann kriegen wir nochmal einen zusätzlichen Bevölkerungsding hier rein. Wir haben halt eine Menge... Ich würde sagen... Dann sollten wir hier Siedler bauen. Weil wir haben hier echt eine Menge Wachstum quasi. 32. 29. 25. Ach komm, jetzt kommst du da an? Das kann nicht dein Ernst sein hier. Ja, das hier ist jetzt ein Problem. Da bin ich mal gespannt. Muss Bezirk oder Wunder besetzen. Das ist ein leeren Platz des richtigen Werkstyps jetzt. Ruhen haben wir da leider nicht mehr. Nee. So. Mittelalterliche Mauern. Aha. Wir sind da vielleicht ein bisschen hinterher mit den... und einmal den Unterhaltungskomplex zu Ende bauen. Hier werden wir in die Verteidigung gehen. Du wirst schlafen. Und du wirst jetzt hier mal nach Norden wandern. Wir müssen den anderen Mitspieler finden. Das nützt alles nichts. Das ist okay für mich, dass die den angreifen. Aber das wird jetzt ein Problem, oder? Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. So, und den verschanzen wir hier. Hervorragend. So, hier hätten wir jetzt, wenn wir das jetzt wegmachen würden, bekämen wir eine ganze Menge. Wir würden das, den Regenwald verlieren. Wofür brauchen wir einen Regenwald, ne? Lässt sich da mal die Frage fragen. Durch 2 Geländefelder Regenwald. Wir holzen den hier ab, würde ich sagen. Und sind damit nämlich relativ schnell dann fertig. So, wait, was ist das jetzt hier? Siehst du, jetzt zählt das nämlich hier als belagert. Das ist natürlich nice. Und belagert heißt was? Nix. Belagert heißt einfach nix. Heißt das dann, dass die weniger HP haben? 39, die machen 28. Ist halt auch echt schwierig, ne? Ich glaube, die heilen sich nicht mehr. Das ist das Ding. Ach du heiliger Bimbam. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen nachhelfen. Arena können wir bauen. Unterhaltungskomplex. Plus eine Kultur. Bietet ein Tourismus nach Erreichen der Ausrichtung Naturschutz. Interessant, aber ich glaube, wir brauchen hier oben Petra, 14 Runden. Auch nicht schlecht. Ich glaube wirklich 2 Reliquienplätze. Spannend. Wir brauchen aber jetzt hier tatsächlich, warte mal, können wir irgendwas kaufen? Nee. Ah,
Arena mit 600 Gold. Wir machen 0,2. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Ne? Belagerungsturm, Katapult, schwerer Streitwagen, Speerkämpfer. So, machen wir das mal so. Können wir in Marseille irgendwas mit Glauben kaufen? Ja, ein Missionar, ein Handwerker und ein Siedler. Schön. Die Sache mit den Missionaren ist ja, da gucken wir doch nochmal eben ganz kurz auf die Religionen. Ich finde es gerade mega entspannt. Ich bräuchte einen Kaffee. Ja, aber sonst finde ich alles richtig gut gerade, so wie es ist. Im Religionssieg, oder wir können mal gesamt gucken. Wie sieht denn das aus? Wissenschaftssieg, ihr führt. Das ist schön. Kultursieg. Tourismus pro Runde, Kultur pro Runde. Ja, wir haben noch einen unbekannten. Unbekannter Spieler ist beim Herrschaftssieg in Führung. Religionssieg, Osmanisches Reich ist in Führung. Bekehrte Städte 7. Und Diplomatie 1 von 20. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also gut. Bei der Religion. Was nochmal hier? Konvertiert in 42 Runden. Das ist ein bisschen spät, ne? Wie ist denn das hier? Plus 9, plus 13. Islam. Katholizismus. Ambrosi. Also tatsächlich würde ich mir überlegen, ob wir dann hier nicht nochmal einen Missionar kaufen für 210. Wir könnten Ruhen dazu bringen, aber ehrlich gesagt ist das hier oben, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich glaube, es gibt doch diesen Druck, ne? Bandai Brunei, wie ist denn das hier? Das ist der Druck quasi, der hier entsteht, konvertiert in 10. Na, wir warten mal ab. Wir müssen das, glaube ich, jetzt gerade... Der kann sich hier nicht bewegen, genau. Wir müssen Edirne erstmal holen. Und hier sehen wir auch schon ein kleines Problemchen. Gehen wir da jetzt... Na, das ist natürlich schon schön, ne? Handwerker, guckt ihr euch das an, was wir da alles... 25 Runden, das ist natürlich mega krass, ne? Handwerker 34 Runden. Stadtmauern 30 Runden. Na, wäre natürlich schon nicht schlecht, zumal dir die Bedrohung hier immer wieder kommen wird. Aber ich glaube, am Anfang sollten wir wirklich... Keine gute Frage, was wir da sollten. Pass mal auf, der Handwerker, der kommt mal und hilft hier oben aus. Schutz zu 67. Nee, ich glaube, wir profitieren hier vom Handwerker. Ich glaube, alles andere macht hier gar nicht so viel Sinn. Aber das ist noch so eine Sache. Ich müsste eigentlich mal mit jemandem reden, der sich damit auskennt. Ne? Armbrustschütz. Pass mal auf. Hier gehen wir auch mal für die... Oh, was haben wir hier? Monument. 4. Ja, mehr Kultur wäre schon nicht schlecht, ne? Oder Theaterplatz. Das ist natürlich richtig gut. Ah, wait. Wir wollten doch hier den Campus hinbauen. Ne, wegen dem Wissenschaftsding. Also eigentlich ist das ein Kultursieg, den ich anstrebe. Aber ich glaube... Wir gehen erstmal für die Stadtmauern. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so eine schlechte Sache. So, und du lässt mal da. Ah ja, jetzt können wir den hier hinschicken und... Was können wir denn hier machen? 4 Runden zum Einreisen in die Stadt, 3 Runden zum Einführen in die Stadt. Istanbul. Ah, guck mal, der hat auch Aachen. Ne, warte mal, das ist der Deutsche. Ah, das sieht ja fast gleich aus hier. Das ist natürlich bedauerlich.
Also der Türke hat nur zwei Städte. Dann reisen wir mal nach Istanbul. Quellen schaffen. Spionage agieren 24 Runden lang. Zwei Stufen höher. Stadtzentrum. Was immer das bedeutet hier. Großes Werküberfall. Kein großes Werk zum Stehlen. Horchposten. Erhöht diplomatische Sichtbarkeit um eine Stufe. Unruhen schüren. Reduziert feindliche Loyalität. Gouverneur neutralisieren. Erhebt den feindlichen Gouverneur für 8 Runden des Amtes. Ich hätte gern sowas hier, aber machen wir mal das hier einfach. Geht das? Mögliche Missionen. Platzierung wählen. Na gut, dann läuft vielleicht jetzt los. Ich weiß es nicht genau. Offensichtlich ist er direkt weg. Verschwunden. Oh, sorry. Nee. So, hier haben wir noch einen. Was ist denn das jetzt? Das ist der große Denker. Das ist halt leider ein Problemchen. Großer Schriftsteller erhalten. Der hier läuft. Ui. Liebliche Lieder und inspirierende Worte. Die Künstler, Dichter und Stückeschreiber von Marseille streifen alle durch die Straßen unseres Theaterplatzes. Ja, hervorragend. Mehr Wohnraum benötigt. Wait, wir hatten ja gesagt, wir gehen mit dem so ein bisschen höher. Wir machen auch Erfahrungen, ob... Oh, wait. Oh, shit. Empfohlene Modernisierung, Mine. Shit. Wie viel Ladung hat er denn noch? Eine. Ja, dann können wir dem da oben eh nicht helfen. Dann gehen wir wieder zurück und machen die... Ach, shit, das ist natürlich jetzt... Mist. So, das hier zählt jetzt ans Belagert. Wir kriegen schon eine ganze Menge. Ja, wir müssen die jetzt irgendwie angreifen. Oder? Ich glaube wirklich, dass die sich nicht heilen dürfen jetzt. Kannst du das mal, kann ich mal die Reihenfolge bestimmen? Das wäre sehr nett, vielen Dank. Ei. So, jetzt ist aber mal gut. Also noch ein Angriff, dann müsste die uns gehören. Wir gucken mal ganz kurz, was belagert bedeutet. Belagerungstaktiken. Im Grunde genommen haben sich die Belagerungstaktiken seit dem Megiddo, Tyros, Karthago und Masada nicht großartig verändert. Ganz zu schweigen von Troja. Naja, das ist eine Belagerungstaktik. Belagerungskanone, Belagerungstaktiken. Das ist eine Wissenschaft, ne? Na gut, schade. Aber ich glaube, noch einen Angriff, dann sollten wir die haben. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, und hier Amphitheater, definitiv. Müssen wir halt, um die Werke zu kriegen. Wir haben keinen Platz mehr für die Werke, das ist leider das Problem. Können wir nochmal gucken. Ich muss sagen, ich habe mega Spaß. Ich hoffe, beim Zuschauen habt ihr auch ein bisschen Spaß, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das ist halt nicht so richtig gut. Ihr habt Wildschweine, vergesst es. Wir fahren mal hier rüber. Ach, ich habe die Pyramiden selber gebaut, ich Idiot. Ja, es ist halt, wenn man mehrere Dinge gleichzeitig macht, ne? So. Der bleibt immer noch da stehen. So, was hat mir denn gesagt, wo der jetzt hingeht? Theoretisch hier runter, ne? Damit der hier Druck macht auf Istanbul. Ja, ich würde sagen, ja.
Da muss ich sagen, habe ich übrigens ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Auch hier wieder Multiplayer. Irgendwie hat irgendjemand da meine Missionare ständig missioniert und wegorganisiert. Das war sehr bedauerlich. Zeitalterpunkte. Der Tag, an dem wir nichts mehr entdecken, ist der Tag, an dem wir ein Leben in einer toten Welt ohne Neugier und Träume beginnen. Regierung freigeschaltet. So, mal ganz kurz gucken. So, Handelsrepublik. Alle Städte mit einem Bezirk erhalten einen Wohnraum und eine Annehmlichkeit. Das ist natürlich richtig gut. Ja. Plus ein Wohnraum pro Stadtmauer. Plus ein Wohnraum plus Stadtmauerstufe. Plus zwei diplomatische Gunst pro Renaissance-Mauer. Einflusspunkte. Wo waren denn die Einflusspunkte? Das hier, ne? Mhm. Das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Ich weiß ja nicht so ganz, wieso kann ich das hier nicht... Ah ja. Plus 15% Produktion. Heißt das, die produzieren dann ihr jeweiliges Dings? Föderation auch nicht schlecht. Wir lassen das nochmal. Also das ist, glaube ich, noch nicht so richtig. Hier kriegen wir einen Gesandten. Admiralspunkte, Hafen, Nachbarschaftsbonus. Industriebezirk, Handelszentrum. Das mit den Nachbarschaftsbonussen, das muss ich mir nochmal angucken. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Chichen Itza. Durch alle Regenwaldgeländerfälle dieser Stadt. Muss auf Regenwald gebaut werden. Und wir bekommen einen Gouverneurstitel. Machen wir das mal. Ich müsste mich wirklich jetzt mal damit beschäftigen, die mal besser zu verstehen. Ne? Wir verlieren die Loyalität einer unserer Städte. Nein. Wenn das so weitergeht, laufen wir Gefahr, die Kontrolle über die Stadt zu verlieren. Nicht dorthin. Wir haben mit Gewalt eine neue Stadt in unsere Zivilisation aufgenommen. Gewalt ist ein großes Wort. Um sie zu behalten, müssen wir uns die Loyalität ihrer Bürger bewahren. Es wäre hilfreich, einen Gouverneur dorthin zu schicken. Es wäre hilfreich, wenn ich einen hätte. So, was haben wir denn hier? Loyalität. Status, Rebellion in 5 Runden. Druck durch Bürger in der Nähe. Minus 9. Folgt nicht der von euch gegründeten Religion. Minus 3. Loyalitätrunde fallend. So erhöht ihr Loyalität. Etabliert hier einen Gouverneur. Steigert die Annehmlichkeiten in dieser Stadt, eure Bürger zufriedener zu machen. Maximiert eure eigenen Städte und Bürger innerhalb von neuen Geländefeldern. Minimiert fremde Städte. Gebt die Produktion des Brot- und Spieleprojekts in einer nahegelegenen Stadt in Auftrag. Sorgt für das... Achso, wir können ja mal gucken. Ach du heiliger Bimbam. Hier so 32 Runden für alles und so. Mhm. (lacht) 55 Runden bis Wachstum, 37 Runden bis Wachstum.
Wait, das hier können wir doch nochmal ändern, oder? Ne, können wir nicht. Shitbung. Stadt behalten? Fragezeichen. Stadtname Edirne. Bevölkerung 1, vorhandene Bezirke 0. Okay, das erste, was wir mal gucken, ist, ob wir mit dem jetzt hier vielleicht Frieden schließen wollen. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir da... Nee, auch nicht mit ein bisschen weniger. Ach guck mal, der hat schon noch mehr Städte hier. Sivas, Konya, Bursa. Nee, wieder nicht. Angebot verhindert Vereinbarung. Okay, warten wir mal ab, ja? Wollen wir diese Stadt vernichten einfach? Ich meine, hat die irgendwas, was gut ist? Oder können wir was Eigenes vernichten? Minuten und 42 Minuten sind wie viel? 132. Okay. Es ist halt wirklich die Frage, ich meine, bauen ist halt hier richtig übel, ne? Da passiert halt nicht so richtig viel. Ich würde sagen, wir vernichten die einfach, komm. Stadt behalten, Stadt nicht. Bang. So, einfach mal in den Boden gestampft, das Ganze. So, und jetzt schließen wir mit dem einfach Frieden und dann ist gut. Ich schätze, das kann ich im Geiste der Barmherzigkeit tun. Ich schätze, du hattest nicht so viel... Du hast nicht ganz so viel... Was soll ich sagen? Ja, die machen wir auch mal so. Der Schriftsteller bleibt da. Bringt das jetzt irgendwas, was uns hier Kultur anbringt? Ja, ich glaube, wir mussten hier auch ein bisschen nachlegen. Ne? Also hier der unbekannte Spieler hat echt 30. Das ist echt bedauerlich. Wir müssen unseren Tourismus irgendwie nach oben drehen. Religiöser Tourismus ist reduziert. Hier wollten wir wieder zurück, oder? Handwerker. Die jetzt anzugreifen, macht gar keinen Sinn. Deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, auch... Ich glaube, wir haben dann Malus. Ne, die haben plus 3 ideales Gelände. So. Er kann einfach nichts tun. Wir haben halt einfach viel zu viel von diesen... Schriften. Ich überreiche euch als Geschenke Rubine, Smaragde, Goldschmuck und viele Delikatessen sowie einen Chisnijubashi, der sie für euch vorkostet, um die Vergiftung auszuschließen. Die Mapuche haben den großen General bekommen. Das hier ist übel, ne? Das hier ist richtig übel. Die greifen den da jetzt an. Die verschanzen sich hier mal.
Mal ganz kurz gucken, wie ist denn das hier mit den Stadtmauern? 27 macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, ne? Das hier ist richtig... Obala. Ne, falscher Kopf. Das hier ist richtig gut. Noch zwei Runden. Irgendwas kaufen geht nicht. Wir haben einfach zu wenig... Für 125 könnte ich mir einen Handwerker kaufen. Aber das mal, dann geht der hier hoch. Oder versucht es zumindest. Das ist eine schlechte Sache. Die Frage ist, greife ich den jetzt an? Über das... Plinkler mal. Minus 3 beschädigte Einheit. Wie wird es denn hier? Ja, wir machen den richtig überhaupt gar keinen Schaden. Wir müssen da hin. Wir müssen da helfen. Ich glaube, es geht nicht anders. Ich mache das hier übrigens nicht auf Ausruhen, weil ich habe Sorge, dass ich das sonst quasi übersehe. Die verschanzen sich. Und der sollte vielleicht weglaufen. Heftiges Unwetter. Ah, das, da möchte ich jetzt aber nicht drin stecken. Gestern habe ich das gesehen beim Fußballspiel, das war auch krass. Ist halt hoch. Und weg ist er. Naja, die zwischen dem Steigbügel und dem Boden bat ich um Gnade. Und Gnade habe ich gefunden. Das ist schön. Jetzt haben wir... Ne, jetzt kommt hier gleich Salpeter. Okay, jetzt können wir hier angreifen. Das ist doch schön. Mit Paris hier. Lass ich mal auf die Umme geben. Der hier oben. Ah, minus 15. Das ist ja gar nichts. Wir gehen mal hier rein und machen hier mal ein bisschen Religionskrams. Hoppala. So, der geht mal darüber. So, gegen verschanzte Verteidiger. Plus 7 Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Ja. Weil, also das hier ist wahrscheinlich kein Fernangriff, aber... Ach, come on. Ich habe auch echt ein Glück, ne? Ach ja. Eigentlich will ich ja nur hier in Ruhe meinen... Die greifen mich echt an, das ist ja crazy shit. Eigentlich will ich ja nur hier meine Sachen bauen in Ruhe. Das geht nur nicht so gut. So, Monument, dann machen wir das mal, damit wir mehr Kultur kriegen. Das ist gut. Er bleibt schon mal ruhig. Hier können wir mal angreifen. Das ist doch schon mal gut. In 2 Runden haben wir den auch. Mhm. Na, die jetzt anzugreifen macht gar keinen Sinn.
So, den haben wir ja gleich hier dann. Die heilen so ein bisschen dann, glaube ich, ne? Kann das sein? Ach, wie ätzend. Das kriegen wir schon hin. Noch eine Runde, dann ist der Bogenschütze auch fertig. Wir könnten hier mal gucken, ob wir da noch was anderes bauen können, aber 26 Runden ist ja wirklich das kleinste. Stadtmauern. Stadtmauern finde ich gut. Wir könnten das jetzt hier wegholzen. Oh, ist eine Produktion, glaube ich, weg, ne? Ja, der Regenwald gibt eine Produktion, aber dafür haben wir nur noch 11 Runden für die Stadtmauer. Ist, glaube ich, auch okay. Ich will das halt irgendwie verteidigen. Nächste Runde? Moment. Ist denn hier mein... Bogenschütze, kommen wir denn hier vorbei? Ich weiß es nicht. Zwei eurer Städte mit Unterhaltungskomplexen möchten in einer Profisportliga messen. Möchten sich in einer Profisportliga messen? Nur warum nicht, ne? Gut. Ja, kommt ruhig näher. Kein Problem, würde ich da mal sagen, ne? Kein Problem. Mittelalterliche Mauern. Bietet 2 Tourismus nach erreichen, Naturschutz. Das Ding ist, ich will nicht... Regierungsplatz. Ahnenhalle. Also, der Audienzsaal wäre super. Probieren wir das mal. Ist der jetzt tot? Vielleicht. Da oben können wir noch eine... Wie viel hat der denn noch? Noch 2. Da oben können wir noch ein Sägewerk bauen. Hier auch nochmal. Das ist ja schon mal gut. Wir gehen mal näher und wir machen den mal. Weißt du, so ein Pikmin-Dings, ne? Das ist halt ein Desiot. Was haben wir jetzt? Ovid ist ein Schriftsteller. Der muss auch nochmal halten. Istanbul. Erreicht diplomatische Sichtbarkeit. Erhebt den feindlichen... Ich will das alles nicht. Ich will irgendwie... Ja, ich meine, dann machen wir das mal. Das ist irgendwie komisch. Das ist mir nicht ganz klar hier mit dem...
Ja. Theaterplatz. Stadtmauern. Ich glaube, Stadtmauern sind ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so zu unterschätzen. Ah, wer greift denn jetzt hier wen an? Man kann nicht einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. Das ist natürlich richtig. Ausrichtung. Ihr macht das einfach. Oder haben wir hier hinten noch was, was einem was besser ist? Theokratie. Ja, das ist nicht so schlecht, ne? Handelsrepublik. Lass mal hier mal gucken. Achso, hier Produktion für Bezirke. Moment, das hatten wir doch schon. Theokratie. 15% auf Glauben. Ach, plus 15% Produktion für Bezirke heißt, wenn ich einen Bezirk baue, dann ist der 15% schneller. Der kriegt quasi Bonuskrams. Verstehe, verstehe. Dann lassen wir das, glaube ich, mal. Okay, Gouverneurstitel. Hier könnten wir plus 100% Tourismus durch große Kunst, Musik und Literaturwerke in der Stadt. Der ist in Paris. Und in Paris haben wir ja definitiv zwei davon. 100% müsste dann ja quasi auf 8 gehen. Das macht schon Sinn, hier ihn zu befördern. Ja, hier, bitteschön. So, jetzt gucken wir jetzt nochmal rein. Oh, what? Ist das ja auch? Ah ja, das ist auch gestiegen. Das hier sind 12, sind 36. Ja, wie auch immer das sich jetzt rechnet hier, ne? So, Schabracke. Plus 5, nochmal. Plus 5 Kampfstärke gegen Kavallerieabwehr. Plus 5 Kampfstärke beim Angriff von Fernkampf. Beim Angriff von Fernkampf- und Belagerungseinheiten. Ja, nehmen wir das. Der bleibt da mal stehen. Der macht da mal einen Schritt raus, weil er hoffentlich diesen da hinten kriegt. Mal schauen. Steinbruch plus eine Produktion. Sägewerk, Sägewerk, Sägewerk plus zwei Produktionen. Alles gut, je schneller wir die Stadtmauer haben, desto besser ist hier unsere Verteidigung, würde ich denken. Plus 10 Kampfstärke gegen verschanzte Verteidiger. Gegen Fernangriffe. Mal die hier. Und er macht mal Heilung. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? 3 plus 9 erlittener Druck. Dann lass uns den doch hier ruhig nochmal ballern. So, guck mal hier. Bandai Brunei. Jetzt ist der weg. Jetzt kann ich den leider gar nicht mehr ansehen. Oder kann ich den hier irgendwo... Nicht so richtig, ne? So, Friedrich Barbarossa hat da richtig reingebuttert. Minus 4 Gold. Jerusalem. Zusätzliche Kultur und Tourismus für euren Fortschritt beim Ausrichtungstechnologiebaum. Technologiebaum.
Ich mache Minusgold. Das ist, ich werde die anderen einfach nie finden. So, haben wir jetzt alles. Hier fehlt immer noch der Unterhaltungskomplex. Den hatten wir da schon überlegt. Genau, jetzt greifen die mich an. Eine derart verwundbare Einheit ungeschützt zu lassen, dann war keine weise Entscheidung. Wer wurde vom Barbaren... Ach, der Handwerker hier, ne? Mhm. Ja, das ist wohl wahr. Die machen den kaum Schaden. So. Die kriegen auch ein bisschen Schaden ab. 35. Ja, das ist okay für mich. Machen jetzt nicht mehr so viel Schaden. Die Frage ist, wo stecken wir die hin, ne? Lass mal auf den den lassen wir mal stehen bis zur Heilung. Der macht mal nix. So, und der Händler ist unterwegs. Jetzt müssen wir mal gucken. Amboise. Der könnte nach Amboise, da würde auch Religion verbreiten. Das finde ich gar nicht so eine schlechte Sache. Oder nach Marseille. Ja, hier macht halt Istanbul ordentlich Druck, ne? Istanbul. Das wäre natürlich hier richtig gut. 3 Gold. Buenos Aires. Was ist denn hier mit Kandi? Kandi macht 4 Gold. Bandai Brunei. 13 Runden, 6 Gold. La Venta. 19 Runden. Dann nehmen wir mal den hier. Ja, das mit der Religion hier oben ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber es sind nur 4 Runden. Wir nehmen mal das da. Dann können wir die vielleicht ein bisschen irgendwie beeinflusst. Ich weiß es noch nicht. So, wir verschanzen uns. Notfalls ziehen die mit unserem Handwerker ab. Bedauerlich. So ist das wohl. So. Was hat man denn gerade gesagt? Durch jedes zweite Feld bekommen wir noch, Ringwaldfeld bekämen wir nochmal eine Wissenschaft dazu. Also Campus hier zu bauen. Hier wäre gut. Plus 2 Wissenschaft, okay. Und ein Theaterplatz. Warte mal, nee, nochmal zurück. Theaterplatz, da. Hier das Wunder, Bezirk Geländefeld. Angrenzendes Unterhaltungskomplex-Dings. Also den Campus könnten wir...
Den Campus könnten wir hier hinsetzen, obwohl er hier unten halt 2 kriegt. Ach, weil das 4... Hm, verstehe, verstehe. Aber dann müsste das ja auch alles Regenwald bleiben, ne? Und wenn ich jetzt das da hier hinsetze... Und dann hier die 4 wegnehme. Das ist natürlich Hardcore, ne? Also, das ist die Frage, ob das Sinn macht. Ich will ja quasi den Campus bauen und ich will den Theaterkomplex bauen. Hier den Theaterkomplex, richtig. Oder was wäre denn, wenn ich da oben den Campus hinsetze? Ist das hier kein Regenwald? Regenwald, Regenwald. Das sind aber auch nur 3. Das heißt, hier würde ich auch nur einen dazu kriegen. Ich finde die Entscheidung gar nicht so einfach. Also hier müsste man das Regenwaldgebiet hier lassen, damit wir die plus 2 irgendwas kriegen würden. Ne? Plus 2 Kultur für alle Regenwaldgeländefelder. Für alle Regenwaldgeländefelder dieser Stadt. Plus 1 Produktion für alle Regenwaldgeländefelder dieser Stadt. Muss auf Regenwald gebaut werden. Muss auf Regenwald gebaut werden. Das ist ja doof. Denn das hier weiter? Eine Runde bis zur Ausdehnung. Das will ich aber so gar nicht hier. Obwohl das natürlich auch gar nicht so schlecht ist hier. Pass auf, dann würde das was heißen? Hier würde das heißen den Campus. Für das hier. Die Regenwaldfelder würden wir dann echt lassen. Ja, doof, aber so ist es jetzt mal. Vielleicht war es wirklich doof. Ach, ich finde halt wirklich, es wäre einfach super schön, wenn man diesen Button hätte. Pass auf, wir kaufen hier noch einen Handwerker. Wäre einfach super schön, wenn wir diesen Button hätten, zurück. Wie eben auch in dem anderen Spiel, ne? Ich glaube, ich trinke zu wenig. So, Deutschland hat mit einem Landsknecht die Barbarenaußenposten entfernt. Ja, leider nicht den hier, oder? Das wäre generell sehr schön. Man muss halt hier in dem Spiel ein bisschen mehr Ruhe haben, ne? Sonst man macht sich hier sonst irre, glaube ich. Landsknecht, die kriegen echt nur ein bisschen dumm hier. Na komm, wir greifen mal an. Wenn die wahrscheinlich als nächstes abhauen. Aber das ist mir egal. Und dann versuchen wir mal da oben das Lager zu holen. Das wird nicht so einfach sein, glaube ich.
Nanmadol, was ist das? Nanmadol, wo ist denn das? Da. Lautaro ist zu zerrennen. Plus 2 Kultur in der Hauptstadt. Hier werden wir mal einen rein investieren. Ja, da kriegen wir tatsächlich fast 3. Ja, da können wir tatsächlich noch einen investieren. Das finde ich gar nicht so eine schlechte Sache. Jetzt muss der dummerweise irgendwie einmal rum, ne? So. Heilige Stätte, Tempel. Unterhaltungsbenötigte Bevölkerung von 10 oder mehr. Haben wir nicht. Haben wir auch nicht, weil wir keinen Wohnraum haben. Das ist bedauerlich. Stadtmauern. Monument. Machen wir das mal. Das ist hier sehr bedauerlich, tatsächlich. Und hier nehmen wir den Missionar. Der ist da festgebackt. Nächste Runde. Ach, mir gefällt es richtig gut. Wir machen allerdings jetzt gleich eine kleine Pause. Ich muss nämlich mal Kaffee besorgen. Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft. Und wir sehen mit Stolz und Zuversicht in beide Richtungen. Politik ändern brauchen wir nicht. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause. Ich bin in... Oh, sorry, falscher Button. Ich bin in 2 Minuten wieder da. So, da bin ich schon wieder. Das Wasser kocht leider erst. Das heißt, ich kann jetzt gerade noch nichts... Die hauen ab, oder? Kann jetzt leider noch nichts machen. Muss jetzt noch mal kurz in die Runde spielen und dann abwarten. Verschanzen die sich oder greifen die an? Ich meine, nee, die warten vielleicht einfach ab. Überleben auch nicht, oder? Wir gehen mal mit dem ein bisschen nach da. Die überleben. Und der überlebt nicht. Sehr gut. Habe ich dann 2 Bergbauarbeiter, Handwerker? Deine Mutter. Echt jetzt?
25. Wir gehen da mal den entgegen. Ja, bleibt mal da bis zur Heilung. Ja, und mit ihm immer noch die Frage, wohin? Oh Gott im Himmel, wohin? Istanbul kriegt hier nicht so viel Druck, oder? Das ist auch schon wieder niedriger geworden hier. Okay, wir werden mal Lyon. Wir werden mal nach Lyon gehen. Genau, dann kriegen die hier ein bisschen Druck. Ach, wie ärgerlich. Ich habe so das Gefühl, ich mache hier so einige größere Fehler, aber ich weiß es eben auch nicht besser. Muss man einfach sagen. Ist ja auch nur so ein Probedurchgang, ne? Also muss jetzt hier keiner aufregen. Machen wir mal die Theokratie. Wie gesagt, Gesandten schicken. Zwei haben wir hier sogar. Dann würden wir nochmal Kultur im Amphitheater kriegen. Machen wir natürlich direkt. Sind einfach nochmal 86. Sehr gut. Sehr gut. Und die verziehen sich auch. Willkommen beim Weltkongress. Abstimmungsbeginn. Okay. Wählt ein Ergebnis für diese Resolution. Duplikate des gewählten Luxusguts gewähren Annehmlichkeiten. Das gewählte Luxusgut gewährt keine Annehmlichkeit. Mhm. Trüffel, ich habe keine Trüffel, keine Ahnung. Obwohl, das ist eigentlich auch Quatsch, ne? So, macht doch mehr Sinn, dass das hier ist. Was habe ich denn doppelt? Wasserschildkröten habe ich nicht doppelt, oder? Können wir das gucken? Zwei durch Modernisierung, sechs durch Bonusquellen. Üb. Keine Ahnung. Dann nehmen wir mal Pferde. Also, ich glaube einfach, um das zu prüfen. Das sind alles, die ich nicht habe, oder? Prozent vom Ertragstyp des Stadtstaats, wenn ihr Handelswege mit einem Stadtstaat dieses Typs schickt. Stadtstaaten dieses Typs gewähren ihren einzigartigen suzerainen Bonus nicht. Hier so ein Handelsstadtstaat. Ich habe, glaube ich, keinen Handelsstadtstaat. Weiter. Vorschlag abgegeben. Spannend. Angenommen. Luxuspolitik. Das gewählte Luxusgut gewährt keine Annehmlichkeiten. Bernstein. Okay. Und hier angenommen. Stadtstaaten dieses Typs gewähren ihren einzigen sozialen Bonus nicht. Naja. Sehr gut. Zerstören, bauen, kämpfen. Motto der amerikanischen 16. Ingenieurbrigade. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht. So, die sind wirklich mit dem abgezogen. Die Schnitzel. Können die nichts machen? Das kann nicht sein. Achso, doch, hier. Ja, schade irgendwie, ne? Hätte man ja vielleicht vorher mal sehen können. Der macht nix. Machen wir immer noch Minus? Ja, nicht so viel tatsächlich. Der kann sich zwei fortbewegen, aber kommt nicht hier über den Fluss drüber? I don't understand. Aber okay.
so. Da rennt er jetzt auch noch. Ah ja, hier ist noch so ein Dings. Forschung wählen. Dann machen wir das einfach mal. Warte. Der hier war jetzt aber... Ich habe das jetzt hier. Der bleibt nur da stehen. Genau. Da kann der sich verschanzen erstmal. So, hier machen wir jetzt die Arena hin. Kilba Kisivani. Plus 3 Gesandte nach Fertigstellung. Ah. Wo muss denn das errichtet werden? Muss auf Schwemmland oder Sumpf gebaut werden. Das ist ja bedauerlich, ne? Und der ist auch 40 Runden beschäftigt. Ich weiß es nicht. Campus zu bauen macht jetzt hier auch keiner, obwohl hier oben könnte man das bauen tatsächlich. Hafen. Plus 3 Gold. Plus 4 Gold. Hallo. Hafen it is. Okay. Also, warte mal, was ist denn hier los? Achso, die Audienzsachen. Wir gucken nochmal ganz kurz beim Kultur rein. Mit Blick, wir sind jetzt mal 1,5 Stunden. Wir haben 7. Sehr gut. Unbekannter Spieler, leider immer noch nichts. Wir haben jetzt 7 von 42. Also, ein Sechstel haben wir jetzt. Gut, die anderen haben noch gar nichts. Das ist schon mal gut. Das ist ja schon mal was. Eure Anmaßungen und Unverschämtheit sind nur zu weit, so weit zulässig, wie sie der Welt zeigen, wie man mich nicht behandelt. Denunziert euch. Kann der nicht mal mit jemand anderem kämpfen? Jetzt mal ernsthaft. Uiuiui, leichter Ausbruch, alles klar. Die Fertigstellung dieses Gebäudes hat unsere Entscheidungsträger inspiriert. Wenn wir diese neue Politik in unsere Regierung aufnehmen, könnte sie unserem Volk sehr helfen. Erfolg. Hochhorchposten. Missionserfolg. Erhöht diplomatische Sichtbarkeit um 1 Stufe. 2 Stufen, wenn Geheimagent oder höher. Mission erneuern. Okay. Okay, erstmal gehst du hier rüber. Machen wir auch eins nach dem anderen. Du bleibst wie immer hier stehen. Du bleibst wie immer da stehen. Also es ist halt bedauerlich. Der Agent kann jetzt... Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Das Osmanische Reich hat gerade den bösen Taten Frankreichs denunziert. Und die bösen Taten, die sind halt nur am Denunzieren. Also, ehrlich gesagt... Machen wir mal das hier, Quellen beschaffen. Also, ich muss gestehen, ich halte das gerade für ein bisschen sinnlos, was ich hier mache. Also zumindest mit dem Dings da. Der nervt mich auch hart hier. So, und hier müssen wir... Ich habe meinen Kaffee tatsächlich wieder vergessen.
Also auf Schwemmland errichten. Ich will mal gucken, ob wir nicht sonst noch was haben. Petra. Was macht Petra nochmal? Zwei Nahrung, zwei Gold und eine Produktion auf allen Wüstengeländefeldern für diese Stadt. Kein Schwemmland. Muss auf Wüste oder Wüstenschwemmland. Aber hui, ich weiß nicht genau, wie viel Wüste ich hier habe. Ebene. Das hier ist Wüste, ne? Eine. Das hier ist auch Wüste? Ne, das müsste arabische Wüste doch. Uff, ich weiß es gerade nicht. Wie viele Runden war das? 21 Runden. Ne, dann machen wir doch erstmal das hier. Gouverneurstitel. So, hier hat man noch Raumfahrtprojekte. Wir machen mal das hier, weil ich weiß, dass es dafür ein Achievement gibt. Da ist es da unten. Könnt ihr nicht sehen, oder? Schade. Ja, schon weg. Schade, schade. Zeitalterpunkte, davon haben wir auch gar nicht mehr. Da haben wir gar nicht drauf geschaut. Heute wollte ich die ganze Zeit machen. Ah ja. Ich muss. Oh Gott. Noch. Ja, genau. 8 noch. Oh, okay. Ja, schwierig. So, sollten wir ihm helfen gehen? Ich denke nicht. Wir sollten hier ein Sägewerk bauen. Sehr gut. Ja, genau. Die sind alle ja locked quasi. Können wir hier was mit Glauben kaufen? Ein Handwerker zum Beispiel. Das ist doch super. Den brauchen wir doch bestimmt auch. Und ich finde übrigens, hier könnten wir auch ruhig nochmal einen Missionar kaufen. Das machen wir, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ne? Ich gehe mal ganz kurz meinen Kaffee holen. Ich bin gleich wieder da. So, was hat denn der gute Barbarossa da für uns? Einmaliges Angebot, 20 davon. Gegen 38 Gold. Wir nehmen das mal an. Hab vielen Dank. Aber wir machen das. Denunzieren, ne? Naja. Schade, ich dachte, wir kriegen da vielleicht ein bisschen Wohlwollen. Ich finde, Candy könnte ruhig mal runtermarschieren. Oh Gott, Schwemmland. Das ist Marseille, ne? Sehr gut. Theaterplatz. Auch hier nochmal Kultur, Kultur, Kultur. Oder Chichen Itza, ne, war das. 60 ist natürlich eine Hausnummer.
ganz kurz gucken. Die sind jetzt hier und da produktionsmäßig, ne? Huch, acht und neun. Nee. So, 16 und 8, 8 und 9. Das sieht doch super aus. So, lassen wir das doch mal. Was kann er denn hier noch reißen? Weide. Also ein 4-1 fällt ungefähr wie da, ne? Aha, aha. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Gehen wir mal dahin. Jetzt konvertieren wir hier mal. Was ist denn hier los? Und bitte hier. Ja, wir müssten eigentlich Istanbul hier irgendwie. Nein. Ah, gut, gut, gut. Mal runter reduzieren. Ne? Also wir gehen mal, obwohl das macht gar keinen Sinn, dass wir da hochgehen, oder? Ich glaube, also für Religionssieg, da würden wir vielleicht auch noch mal extra gucken wollen. Der macht den ja jetzt hier unten klar, ne? Und hier? Geh mal da lang. So, jetzt haben wir hier dieses Wischiwaschi-Wasser. Das ist ungünstig. Upsa. Was machen wir denn hier? Plus 4 Glauben. Bürgerplatz. Reliquienplatz. Jawohl. Reliquienplatz bringt auch, glaube ich, das hier. Ne? Wäre halt schön, wenn Candy da oben mal nachhelfen würde. Tun sie aber nicht. Nicht durch. Das heißt, ich muss mit dem jetzt hier den ganzen Weg hier rum, um dann hier wieder hochzulaufen. Deine Mutti ist echt, das ist ja nicht dein Ernst. Wir versuchen das mal mit dem Wassern jetzt in der nächsten Runde. Und ich wasser jetzt mal meine Kehle mit einem leckeren Kaffee. So nämlich. Fertig, sagst du? Ich bin erleichtert, dass euer Reich keine Bedrohung für uns darstellt. Ihr habt die Agenda paranoid erfüllt. Alles klar. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken bei Gelegenheit. Unsere Militärstärke ist hier über allen überlegen. So, Flankierungsbonus, Flussverteidigung 23 gegen 30. Aber lass uns die doch kurz nochmal anschießen. Und die gehen mal darüber. Und die gehen mal hier rüber. Wir machen da jetzt Bambole, ich sag's euch.
Aber richtig hardcore. Wir machen da jetzt Bambule hier in Ambrosia. Oh, was hatte ich gesagt? Wo geht der nochmal hin? Der macht hier nochmal Lums, Dings, Bums. Plus 10. Die machen jetzt entsprechend auch Druck. Der hier ist noch nicht fertig. Das heißt, der muss hier noch runter. Okay, alles klar. Kein Problem. Der geht mit hier runter nach Bandablonai oder wie auch immer. Und hier gucken wir nochmal. Wir wollten jetzt hier mal wassern. Das geht. Na, zum Glück. Zum Glück. So, ich wollte mal einen Kaffee trinken. Alter, dieses Spiel, ne? Ach, der hat schon wieder den... Das ist doch nicht dein Scheißernst. Also jetzt mal ehrlich. Und ist der dann tot? Oder kriegen wir den dann wieder? Pass auf, der verschanzt sich. Ja, ich denke. Wir holen uns jetzt dieses Lager. Koste es, was es wolle. Das sieht hier gar nicht so schlecht aus, muss ich gestehen. Ja, wenn die jetzt natürlich neue Sachen spawnen, dann doof, ne? Das ist gar nicht unser Handwerker. Das hier ist unser Handwerker. Wie lustig ist das denn? So, wenn die jetzt angreifen würden, das tun wir aber nicht. Wir verschanzen uns. Sehr gut. Weil verschanzen ist immer gut. Oh, bin ja nur ich hier. Also kannst du ja ausmachen. Wann ist die nächste Multiplayer-Session? Wenn du dir das, wenn du dir die DLCs gekauft hast. Heute Abend ist Sale übrigens. Die fahren mit ihrem Katapult hin und her. Das finde ich gut. Lass das doch mal auf, hör doch mal auf damit. Nee, keine gute Idee hier. Keine gute Idee. Die drei großen Elemente der modernen Zivilisation. Schießpulver, Buchdruck und die protestantische Religion. Hallo Steven. Welche denn? Alle. Alle. Plus 5 Fernkampfstärke gegen Landeinheiten. Jawohl. Nick hat eine 50-50 Chance, deinen Namen richtig auszusprechen. Und es ist interessant, weil er sie immer verkackt. So, come on, den haben wir jetzt. Die Gefahr vor den Toren von Amboise wurden gebannt. Also wir haben 31 Grad.
So, den einen reimen wir jetzt auf, wie es so schön heißt, ja. Ah ja, 27, ja, das sind immer 8 Grad weniger. Das ist doch schon mal schön. So, und einmal hier. Bekehren. Dann gehen wir den Handwerker mal hier rein. Hier können wir gerade nichts tun, weil wir da noch nicht so ausgebildet sind. Kunstmuseum. Das ist, glaube ich, das müssen wir ganz dringend machen, Kunstmuseum. Hm. Wir gehen mal auf, warte mal. Die Militärsachen halt nicht. Das heißt, für mich würde sich hier eigentlich nichts ändern. Insofern macht das gar keinen Sinn, das zu ändern, oder? Das hier wäre gut. Wir lassen das mal. Das ist mir, das ist noch ein bisschen zu viel, glaube ich. Und Kalippo in der Hand. Bist du dir sicher, dass es ein Kalippo ist? Hm? Wenn es klein und flutschig ist, hm? Ja, hier ist gar kein Kalippo. Hm? Schon mal drüber nachgedacht? Taktik bedeutet, mit dem, was du hast, das zu tun, was du kannst. Das ist interessant, ja. So, wir haben hier immer noch nicht genug Druck. Erlittener Druck. Das ist halt Dreierdruck hier, ne? Konvertiert in 1187 Runden. Na klar. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier tatsächlich sogar... Vielleicht können wir den Druck ja ein bisschen reduzieren. Das sagt, dann gehen wir mit unserem Religionstyp hier mal darüber. Und weil wir es können, schießen wir noch einen gleich nach. Machen wir doch mal so, oder? So nämlich. So, die machen wir jetzt mal weg und dann ist mal gut hier. Und die müssen jetzt erstmal alle heilen. Uff, ganz schön hot hier. Da ist eine Grenze. Ich sehe eine Grenze. Nice. Endlich mal. So, wir sind gleich in der Renaissance angekommen. Portala Palast. Hier, Jokerpolitikplatz. Verbotene Stadt. Diese Quetscheisdinger. Ja, genau. Genau, diese Quetscheisdinger. Balius-Kathedrale. 3 Reliquienplätze. Haben wir denn nicht langsam mal. Oh, hier. Marseille hat tatsächlich. Marseille. Warte. Marseille hat. Dann gehst du mal hier rüber, mein Freund.
Jetzt boosten wir unseren Tourismus. Attention, attention. Ich zeigte ihm eine Handvoll Staub und bat um die Anzahl der Jahre wie die Anzahl der Staubkörner in diesem Häuflein. Ich, Narr. Ich vergaß darum zu bitten, dass sie Jahre der Jugend sein mögen. Ach, schön. Aber ich kann mich noch mal. Warte mal, du kannst ja noch einen, oder? Kannst du nicht noch einen? Schade. Gleich kannst du noch einen. Sehr gut, aber jetzt sind wir bei 74? Achso, 2, ne? Okay, ich dachte gerade, ich hätte was verpasst. Reliquienplätze, das ist ein bisschen die Frage. Amphitheater, Amphitheater. Wir haben keine Reliquienplätze. Hier kriegen wir 3 Reliquienplätze. Plus 100% Religionstourismus von dieser Stadt, plus eine Nahrung, plus eine Produktion, plus eine Kultur auf alle Tundra-Geländefelder dieser Stadt. Ja, wie man sehen kann, habe ich die nicht. Schade. Kolosseum. Hier bauen wir das Kolosseum hin, weil das gibt... Was stand da? Das Kolosseum gewährt je 2 Kultur, Loyalität und Annehmlichkeit für alle Stadtzentren innerhalb von 6 Geländefeldern. Muss auf Flachland neben einem Unterhaltungskomplex mit einer Arena gebaut werden. Das könnte ich ja tatsächlich machen. Das mache ich ja auch. Und zwar nämlich genau hier. Bams. 13 fucking Runden. Naja. Ich hole mir mal eben den Handwerker hier. Der kann sich ja später heilen. So, dann haben wir nämlich hier einen drin stehen und da haben wir auch einen drin stehen. Istanbul ist... Ja, sieht auch nett aus. Was ist eigentlich mit euch? Wollen wir die mal Freundschaft kündigen, verkünden, meine ich? Ach, das ist aber auch bedauerlich. Ist aber auch bedauerlich. Dann mal los, dann mal weiter. Oh oh. Heuschrecken schwirren umher und Staub wirbelt im heißen Wind. Das Land ist von der Dürre vollkommen ausgetrocknet. Wirklich nichts mehr machen gerade, aber das ist nicht so schlimm, weil Amboise oder so, Amboise wird ja gleich wachsen. Eine Runde bis zum Wachstum. Tja, was machen wir dann? Wir setzen den dann hier hin, ne? Ja, dann heißt das erstmal, du musst mal abwarten. Hier haben wir Salpeter. So, hier, der kann nochmal. Das Glück wartet überall. Wirf die Angel nur immer aus. Wo du es am wenigsten erwartest, steckt in der Tiefe der Fisch. Sehr gut, 76 Kultur haben wir jetzt. Also, ich habe das Ding hier langsam verstanden, glaube ich. Und 18, 32. Ja, es sind 40 Kultur tatsächlich. Und das ist dann hier irgendwie modifiziert. Das habe ich noch nicht verstanden, aber... So, reduziert feindliche Loyalität, erhöht diplomatische Blubblubblub, kein großes Werk zum Spielen, das ist echt bedauerlich. Macht einfach nochmal das Gleiche. Es ist doch völlig egal. Also die Spione sind mir völlig Wumpe, tatsächlich. So, Marseille ist nicht konvertiert hier. Was ist das denn? Pass mal auf, dann gehen wir doch mal gleich hier hin. Machen das doch schon mal hier. Guck mal. Immer noch nicht konvertiert. Doch,
Aber nö, irgendwie nicht. Oder irgendwie auch schon. Egal. So, einer hat Befehle. Du gehst nochmal einen ran. Ich togo hana pewinia. Togi mauen. Miue chichtuin. Kigayana no. Die Kree. Es ist uns eine Ehre. Ja, Gastfreundschaft in Anspruch nehmen. Endlich haben wir mal jemanden gefunden. So. Und wir können den ja schon mal 25 Gold schicken. Dann können wir den schon mal ein bisschen hier positiv und so. Er etabliert einen Handelsweg im Bereich der Kree. Das sind, glaube ich, Indianer, ne? Also hier amerikanische Ureinwohner heißt es ja dann politisch korrekt. Dann gucken wir dann doch jetzt nochmal auf die Kultur. Wir müssen 45, wir haben 8, das ist okay. Wir haben halt beim Poundmaker, also die Kree hier, Poundmaker ist der Anführer, da fangen wir jetzt quasi gerade erst an. Das ist bedauerlich. Das ist wirklich bedauerlich. Pass auf, sonst kommt Greta und schreibt was über dich auf Twitter. First Nations nennen die sich jetzt. Alle paar Minuten ändert sich das. Was okay ist für mich, sollen sie sich nennen, wie sie wollen. Solange sie mir nicht auf den Sack gehen, Adana. Wir müssen mal ganz kurz eine Pause machen. Ich muss nochmal aus. In 2 Minuten zurück. So, da bin ich wieder. Mir ist gerade auf dem Weg auf die Toilette eingefallen, wie bescheuert ich bin. Ist das nicht toll? Ich habe nämlich festgestellt, dass ich 2 Hosen anhabe. Ja. Das ist schon wild, ne? Einfach mal 2 Hosen an. Ja, 200 Hinduismus. Wie viel haben wir denn da jetzt? 8. Islam vorherrschend 7 Anhänger. Na, wir kriegen die hier noch umgepolt. So, wait. Was haben wir hier? Die sind ja Hinduisten schon quasi, ne? Das ist ja eigentlich schon klar. Aber die machen halt hier 8. Ich gleiche das für dich aus, hab keine Ahnung. Das ist irgendwie beunruhigend zu wissen. Aber gut, ist dann wohl so. Hagia Sophia. Itchenzitsa.
Es liegt ein bisschen daran, dass ich gerade ein Paket von Amazon bekommen habe. Und da habe ich natürlich nur Hose angezogen. Benötigt eine Bevölkerung von 10 oder mehr. Wassermühle. Stadtmauern. Die haben keine Stadtmauern? Okay, dann wohl mal los, würde ich sagen. So, und der geht auch nochmal in Richtung Istanbul. Was soll's? Ist das hier ein Camp? Ist das? Was soll das? Pass mal auf, du gehst jetzt mal. Pass mal auf, du gehst jetzt mal hier so hin. Ihr seid ja noch alle beschäftigt, richtig? Wir sind hier auf dem Weg des Handwerkers. Der Handwerker hat nichts zu tun. What the fuck is his name? Fitokahana Pivin. Alles klar. Das ist wild. Der hat hier tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städte. Das ist ja crazy shit. Wie viele Städte habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5 Städte habe ich. Gut, ich habe noch die eine türkische Stadt eingenommen und dem Erdboden gleich gemacht, aber... Madem ki milletin hep ahenktar akvamı muhtelif eden, hikmeti Süleyman'ı idrakin zaruridir. Ist das eigentlich wirklich türkisch? Leichter Ausbruch. Ihr habt einen Hafen gebaut für 3 Zeitalterpunkte. Sehr gut. Wir sind schon im mittleren Zeitalter, also hier in einem normalen Zeitalter, aber 90 Punkte für goldenes Zeitalter müssen wir noch irgendwie erreichen. Wird schon noch, würde ich sagen. Machst nix. Du gehst mal dahin zurück. Und der konvertiert hier lustig rum. Der hatte nur noch eine Auslagerung. Ich wollte eigentlich nur gucken, hier Religionen und so. Plus 8, das ist doch schön. Aber der Islam hat hier noch dreimal doppelt so viele Anhänger. So, Leuchtturm, Wohnraum, heilige Stätte, der mittelalterliche Mauer, Arena. Handelszentrum. Hier würde das Handelszentrum einfach mal... plus 3 Gold geben. Ich würde mal sagen, das werden wir mal investieren. So, mit Blick auf die Uhr kommen wir jetzt gleich mal zum Ende. Haben wir 2 Stunden gemacht, würde ich sagen. Ist mal okay. Die letzten waren immer 3 Stunden dabei. So. Was hat er da gemacht? Wieder nicht mitbekommen hier. Der haut von mir ab. Das ist ungünstig. Ja, dann machen wir doch an der Stelle Schluss für heute. Große Persönlichkeit, das ist auch schön. Haben wir heute eine kleinere Folge gemacht. Spiel speichern. So. Zurück zum Hauptmenü. Ich werde mir jetzt mal kaltes Wasser durchs Gesicht und auf die Füße kippen.
Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen heute beim Stream. Und der nächste kommt bestimmt, wenn es ein bisschen kühler ist, wahrscheinlich am Wochenende. Mal sehen, wie ich Lust und Laune habe. Das Ganze auch auf YouTube, falls ihr jetzt immer noch auf YouTube zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich über alle möglichen Kommentare, Daumen in alle Richtungen und wenn mir jemand seine Schlipper zuwirft. Macht's gut.